Jawohl, ja, da sind wir wieder am Start. Und damit sage ich mal ein dickes Hallo und herzlich willkommen wieder zu meinem kleinen Stream. Heute an diesem fantastischen Mittwoch. So, machen wir schnell den Sound wieder an. Denn heute geht es wieder etwas entspannt zu mit Dave the Diver. Jawohl. Ach, rein in das kühle Vergnügen. Glücklicherweise. Aber ich muss sagen, Dave hat mich so ein bisschen, wie soll ich sagen, ein bisschen überlastet gerade. Weil ich hier wegen Sushi 2, ich habe keine Ahnung, was Sushi 2, was ich denn machen soll. Aber eins weiß ich in jedem Fall, ich brauche den Tauchanzug. Der muss aufgewählt werden. So. Kann ich hier nicht irgendwas verkaufen? Shop, ne? Ja, gucken wir mal, was wir verkaufen können. Ich will eigentlich nichts verkaufen. Die silberne Schüssel können wir verkaufen. Das gibt auf alle Fälle richtig Asche. Okay, Goldfischstatuen. Verkauf die mal. So, jetzt habe ich genug. Um meinen Tauchanzug aufzuwerten. Jawohl. Maximal 800 Tiefe. So, Max erreicht. Es geht langsam voran, ne? To-Do-Liste. Überprüfe den Kontrollraumeingang. Ja. Gehen wir mal hin, ne? Prost. Oh, heute ist Tag X für das Event. Was waren das? Waren diese Kurkuma-Schlürfer waren da, oder? So, nice. Gleich eine dicke Harpune, das ist immer gut. Den Stern nehme ich mit. Die Islandmuschel. Hochwertiges Katzenfutter. Nice. Die Spitzhacke. Ah. Mit. Was haben wir hier? Flammen-Dreifach-Achse. Thank you.
Salz. Da ist wieder ein Tintenfisch. Munition brauche ich noch nicht. Aber ich nehme mal hier das Ding mit. Ja, genau, Verbesserungsaufsatz. Leider bleibt das nicht bestehen. Es wäre cool, wenn man das permanent upgraden könnte. Sauerstoff. Und jetzt? Ich kann nicht weiter runtergehen. Was? Oh, oh, ist das wieder. Ich brauche irgendwas. Wärme abzuhalten. Wo muss ich jetzt hin? Auf jeden Fall Sauerstoff. Currywürfel. Stimmt, es war Curry-Geschichte, ne? Thank you.
Dich habe ich gesucht. Die Musik ist halt so geil. So unglaublich beruhigend. Und trotzdem nie langweilig. Hier war irgendein Böser noch. Ja, genau. Genau, dich habe ich gesucht. Finde die zweite Vorrichtung. Ja, das wäre mein Plan, aber ich weiß nicht wo. Oh, Nawal. Jawohl. Ganz schön weh. Ist das hier auch mit drin? Stimmt, ich kann ja jetzt direkt durchtauchen. Oh je, das ist eine riesige Kelle. Also. Was? Was war das? Was ich dachte. Was? Mach ein Foto von drei Kreaturen auf einmal. Neuaufnahme. Jawohl, Kamerafokus. Okay. Nice. Uiuiui. Dann hat sich das doch mal gelohnt. Nochmal in den Bossraum hier reinzugehen. Ach ja, hier war der riesige Flipperautomat. Okay.
Oh, die Fallen lösen nicht aus. Ja, schick. Und jede Menge dieser komischen Jadeperlen jetzt hier. Ich glaube, die kann ich jetzt verkaufen. Ah, sieh. Finde die zweite Vorrichtung. Also hier sind nicht. Ich hatte doch. Wenn ich alles richtig in Erinnerung habe, war da noch irgend so ein Abfluss mit einer Strömung, gegen den ich nicht antreten konnte. Ich gerade, ne? Ja, die ganzen Gummifische ist mir hier egal. Ich will nur seltene Fische bzw. die Fleischfresser, ne, die Angreifer, die Räuber, wie auch immer man sie titulieren möchte, weil die geben einfach mehr Nahrung. Obwohl, die nehme ich mal mit. Sie geben mehr Nahrung, plus sind sie in der Regel wertvoller. Schellfisch, okay. Na, zum Glück habe ich auch eine entsprechende Brille auf, sonst würde ich ja. Das Eis ist extrem hell. Muss man mal sagen. Na, hier war ich vorhin auch schon mit den zwei Oktopussen. Pussis. Yes, yes. Oh. Unbedacht. Neue Region. Hier haben wir wieder irgendwas gerettet vorhin. Ja, die komische Seekuh oder so. Ist da noch was drin? Ne? Okay, einfach nein, einfach ein toter Raum. Windows halt immer, ne? Boah! Aber ich glaube, hier bin ich dann richtig. Hier müsste noch irgendwas zum Abbauen sein. Eventuell. Gefrorener Dorsch.
Harpunenschaden plus 1. Okay. Sicherlich hilfreich. Mayonnaise. Sonst was brauchen wir nicht. Natürlich ist da noch so ein. Zweiten Schalter geben. Hab ich da schon, was will ich tun? Da ist er, der Blüber. Hi Kerry, wunderschönen Mittwoch. Schönen Relaxierungstag, bevor der Patch morgen losgeht. Zeit mal wieder Dave einen Besuch abzustatten. Seinem männlichen Adonis-Körper. Stromlinienförmig. Grün? Was grün? Grün gibt's nicht. Ich weiß schon, worauf du anspielst, aber grün gibt's nicht. Ach so, ja, diesmal grün. Es schmeckt ein bisschen nach Gurke, muss ich sagen. Ja. Hat was von Gurke. Ja, es gibt halt irgendwie 5 oder 6 Sorten. Tatsächlich sind sie ja seit ungefähr 1 oder 2 Jahren relativ gut dabei. Ne? Sie haben halt du hast Standard Schwarz, du hast das Weiße. Du hast die Grünen, du hast die Mango Loco, das ist so eine Blaudose. Was hast du noch? Du hast die hellrote Dose. Da weiß ich nicht, was es ist. Es sind schon 5 Sorten. Manchmal hast du sogar noch Zusatzsachen. Also. Es wäre nicht schade, wenn Monster mal auf mich zukommt und sagt, hey, wir möchten dich sponsern. Das fände ich super. Ne, wenn es nur jeden Tag eine Dose ist. Riesig Mandarine gibt es auch noch. Ja, aber ich glaube nicht bei uns. Ich kann mal ein Foto machen von den Sorten, die sie haben. Obwohl sie sind da manchmal so ein bisschen picky. Als ich da eines Mal das Foto gemacht habe, die haben so, wie nennen sie das? Flash Sale. Ne? Also Sofortverkäufe, Angebote. Kaufe 3 hier jetzt 4 Kiwis zum Preis von 3 oder so. Ne? Das ist halt so ein Flash Sale. Statt 1 Euro für die Kiwi zahlst du halt, wenn du 3 Stück kaufst, 75 Cent. Ist jetzt nicht die Welt, aber hey, was soll's. Davon mache ich aber immer gerne ein Foto, weil diese Sachen sind meistens nicht bei den Selbstbedienungskassen mit dabei. Und Kiwis kannst du nicht abwiegen an ihren automatischen Wiegern da beim Obststand. Weil die nach Stück verkauft werden. Und du musst dann am Selbstbedienungsladen musst du halt die Stückzahl eingeben, wie viel Kiwis quasi zum Beispiel du hast. Und dann sagt er dir halt den Preis. Aber da sagt er dir immer den Standardpreis und nicht den Flash-Sale-Preis. Deswegen mache ich da gerne ein Foto. Und dann bin ich das eine Mal zusammengeschissen worden, dass ich doch keine Fotos davon machen soll. Aber ist nicht weiter tragisch, ne? Also. Jetzt habe ich aber den Faden verloren. Ja, ich mache auf jeden Fall mal ein Foto, welche Sorten es gibt. Manchmal gibt es sogar andere Sorten. Also ich weiß, dass Monster tatsächlich
soll ich sagen, die haben irgendwie ein Dutzend Sorten oder mehr sogar noch. Aber die haben sie halt hier nicht alle da. Ich war mal auf der Monsterseite und habe mir angeguckt, was sie so produzieren. Ja, weil ich gesagt habe, okay, ich als Influencer und so. Vielleicht haben die irgendwie ein Influencer-Programm und kannst sagen, hier, ja, ich würde gerne gesponsert werden von euch. Wie wär's? Weiß ich nicht. Aber ich habe da nichts groß gefunden. Da muss ich noch mal nachgucken. Und wenn es halt ein Fuffi jeden Monat ist, ne, damit ich mir für jeden Stream einen Monster kaufe. Ne, also weil so ein Ding kostet halt 2 Euro, muss man halt mal ganz klar sagen. Das Standardmonster kostet 1,49 und alle anderen kosten 2 Euro. Ne, 1,89, 1,99 oder sogar teilweise 2,19. So. Aber hey, 1,49. Jede Dose, also bei uns nur die Standard, die schwarze. Alle anderen sind mindestens 30 Cent, wenn nicht sogar, nee, 40 Cent. 1,89 ist der nächste. Sind 40 Cent teurer. Ja, jeder. Ja, Deutschland lebt halt im Luxus. Halt krass. Ja, Essenspreise sind hier halt extrem, ich will nicht sagen extrem, aber die sind halt hier schon erhöht, muss man sagen. Haben wir schon festgestellt, das habe ich schon mit dem Titan mal durchgegangen. Ich lege halt für denselben Einkauf, lege ich halt stumpf einmal 25 bis 40% mehr Geld hin. Ne, für dieselben Produkte. Und das ist schon ein, sag ich mal, ein Supermarkt halt, ne? Also halt so ein. Low-Level-Supermarkt. Und hi, Swallow. Ach, der Chat ist auch noch da. Hi, Chat. Ja. Und ich habe übrigens zu erfahren, hier gibt es ein Aldi. Tatsächlich. Als mein Vermieter da meine Abwasserpumpe gerichtet hat, sind wir so ein bisschen ins Gespräch gekommen, weil er unbedingt wollte, dass ich halt so ein bestimmtes Reinigungsprodukt halt nehme fürs Klo, um gegen Gerucheinwirkungen, weil er findet das super spitze und so. Und das soll ich doch dann auch benutzen. Das wäre ihm halt lieb. Aber das gibt es halt in meinem normalen Einkaufsladen nicht. Und dann hat er gemeint, ja, seine Frau kauft das immer im Aldi. Und da bin ich erst dadurch drauf gestoßen worden, dass es tatsächlich auch ein Aldi gibt. Der ist eigentlich auch gar nicht so weit entfernt. Pi mal Daumen, so ein bisschen das Doppelte von dem Weg, den ich normalerweise zu meinem Einkaufsladen laufe. Aber ich war noch nicht da. Muss ich da mal bei Gelegenheit, morgen oder die Tage, da mal hin? Weil ich wollte eben zu dem halt hin und jetzt habe ich auch einen Grund, um dieses Entkalkungszeug da zu kaufen. Mal gucken, vielleicht haben die Aldi-Preise und nicht Monoprix-Preise. Was willst du aus meinem Rückenreiter? Der Beluga. Yeah, der Beluga hilft mir. Nice. Tatsächlich finde ich das mit der Gurke gar nicht so schlecht, weil wir, ja, meiner Ex-Arbeit gab es immer so. Infused Water hat sich das genannt. Ja, die haben da so ein kleines Holzpodest gehabt und da war halt so ein Wasserbottle war da drinne aus Glas. Ne, man kennt das ja in den amerikanischen Filmen und Fernsehen, wenn sie mal diese 10 Liter Eimer oder 10 Gallonen sind ja da drinne, ne? Das sind ja übelst große Wasserflaschen. Und da ist halt auch so wie so eine große Wasserbottich halt als Glas dran gewesen. Und da haben sie immer Wasser eingefüllt und dann halt so Gemüse oder Früchte reingeschmissen. Ne, damit halt, also klein geschnippelt und dann reingeschmissen, damit halt die Geschmäcker von den Obst oder Gemüse dann halt in das Wasser zieht. Ne, der Saft. Und dann schmeckt das halt so ein bisschen nach dem, was du halt reingeworfen hast.
Und da haben sie sehr oft, haben sie da halt Gurken reingeschmissen. Und finde ich halt auch recht angenehm. Warte. Diese Höhle kannst du mit dem Beluga bewegen. Drücke links Control, um die Hindernisse auf dem Weg zu zerstören. Oh, ich muss mich bewegen. Ah, warten. Okay. Bin ich zu dumm für das Ding? Okay, das Einzige, was ich habe. Ach, kann ich die Dinger nicht zerstören oder was? Nee, okay, ich darf die nicht berühren. Das ist ja mega. Was für eine Krabbe. Ah, das ist Leben. Lot. Ah. Was bei dir? Ach, ihr schießt. Ah, was gefressen. Oh, was? Ah! Oh, was ist das? Okay. Einen hat's erwischt. Ah! Oh, Nahrung, Nahrung. Oh, es ist eine Quallenmama. Wie ich da so hart an Phantom Jellyfish. Wie ich da so hart an Dings erinnert wäre. Hier, der Mann aus Atlantis. Ich weiß nicht, ob ihr das, ob ihr euch an die Serie mal erinnert. Der Mann aus Atlantis. So eine typische 80er-Serie war das, ne? Mit Patrick Duffy. Und der Bösewicht, der hat halt auch irgendwann, das war irgend so ein kleiner Dicker, glaube ich. Der hat auch dann so eine Qualle gezüchtet, um ihn zu fangen. Genau, mit Dallas ist er berühmt geworden, Patrick Duffy. Kann man sich mal angucken. Vom Logo ist es Aldi Nord in Frankreich. Ich weiß nicht, welcher. Ja, Aldi schon, aber Lidl. Ein Aldi gibt es hier, glaube ich, nicht. Ich muss mal da. Aldi. Nee, nicht Alsieg. Aldi. Muss mal gucken, wo ist denn der nächste Aldi bei mir?
Jetzt muss ich erst noch meine Stadt finden. Versailles. Ja, Versailles ist immer schon mal relativ nah dran. Alter, wenn ich diese scheiß Stadt. Da. Nee, ich hab. Aldi ist bei mir nicht in der Nähe, nur Lidl. In Versailles wäre der nächste Lidl. Da weiß ich sogar, wo ungefähr. Da könnte man relativ easy hinfahren sogar. Aldi Versailles Einzelhandelskette. Na, zum Aldi könnte ich dann auch mal gehen. Der wäre sogar recht cheesy, ne? Ich muss zum Bahnhof laufen, dann fahre ich eine Station. Dann gehe ich dann nicht zum Vorderausgang, sondern zum. Naja, so ein Bahnhof hat ja mehrere Ausgänge. Nicht zum Hauptausgang, sondern zum Hinterausgang. Und dann muss ich da noch, keine Ahnung, 200, 300 Meter laufen oder so. Und dann wäre ich tatsächlich dann schon beim Aldi. Ne, das ist halt sogar fast schon schneller als zum Lidl zu gehen. Ne, zum Lidl müsste ich. Zum Lidl bräuchte ich. Ja, wenn ich zum. Das ist, der ist doppelt so weit weg wie mein Einkaufszentrum. Zum Lidl bräuchte ich halt tatsächlich zu Fuß 20 bis 25 Minuten. Krass, ist der weit weg. Ich hoffe mal, da kann man. Ja, okay, das ist die Hauptstraße. Dann läufst du die Hauptstraße lang bis dahin da. Ja, und dann bist du schon fast an der Autobahn, Alter. Okay. Na, weil die Autobahn fährt halt hier quer durch den Ort, mehr oder weniger. Nee, Lidl. Ich habe Lidl gesagt, definitiv. Also es gibt beides tatsächlich, aber er hat gemeint, seine Frau kauft das im Lidl. Aber die haben auch ein Auto. Wenn das für mich eine halbe Stunde Fußweg ist, ist das ein bisschen. Ist das normalerweise zu weit weg, um Sachen einzukaufen für Rucksack und Taschen, die du in die Hand nimmst. Und dann eine halbe Stunde nochmal wieder zurückzudaggeln. Aber tatsächlich gibt es beides, Lidl und Aldi. Aber den Aldi gibt es erst im nächsten Ort. Aber ob das jetzt Aldi Nord oder Aldi Süd ist, keine Ahnung. Lass mich kurz gucken. Das ist das blaue A. Das blaue A ist Aldi Nord, ne? Aldi Süd müsste das gelbe sein. Müsste ich mal gucken, ob im Aldi tatsächlich. Produkte sind, die mich interessieren. Ja, genau, mit Street View. Soll da der Aldi sein? Ah, da. Ja, von außen sehen die Läden halt nie groß aus, aber die gehen halt immer in die Tiefe. So, aber. Wir konzentrieren uns jetzt mal hier auf die Jelly Mama. Und wieder zurück zu Patrick Duffy zu kommen. Ne? Also, Mann aus Atlantis kann man sich tatsächlich ansehen. Ist zwar an manchen Stellen wie jede 80er-Serie total hohl und dumm, aber kann man sich ansehen. Vor allem müsste ich mir die mal ansehen, weil ich weiß halt nicht, wie die ausgeht. Ne? Ich verpasse halt immer die letzte Folge oder so. In diesem Zustand kann ich keine Waffe benutzen.
Und was soll ich sonst machen? Wieder hier ist Geschosse. Oh, das war dumm. Soll ich das Auge rammen oder so? Ja, das Auge rammen. Hat sich das Pattern verändert. Okay. Oh, du nein, ich bin getroffen worden. Oh. Schon wieder schwitzig. Das ist unglaublich. Das Spiel ist so intensiv manchmal, aber das denkt man gar nicht. Ah, nice. Die Tür ist offen. Ja, aber erst nehme ich hier Dingsy mit. Schirmquallen Giftsack. Zweimal. Puh, Alter. Ist nicht so, dass das Spiel schwer wäre, aber. Oh, und hi Umbrella. Hallo, hallo. Wunderschönen Tag. Das muss der Schalter sein. Soll ich ihn aktivieren? Ja, please. Passiere die Meeresströmung, aktiviere die Vorrichtung. Alter, mir ist warm. Ach übrigens, Kater war heute Nacht wieder da. Alter, war der liebesbedürftig. Und er kam halt erst an, hat ein bisschen gefressen, dann ist er da raus. Dann ist er zum Fenster raus. Ne? Ich habe das Fenster auf zum Nacht zum Schlafen, damit es halt schön kühl ist. Glücklicherweise ist jetzt die Zeit, glaube ich, der Stechmücken vorbei, weil es zu kühl ist. So, und irgendwie eine Stunde später kam er wieder angehumpelt. Ne? Ich merke das ja immer, wenn er aufs Bett springt oder so. Wieder zum Fressnapf. War der Fressnapf-Flair. Musste ich ihm erstmal was zu fressen geben. Ne, das heißt, ich habe auch nicht besonders durchgeschlagen. So, dann. Dann ist er wieder raus. Dann dachte ich, oh gut, da legst du dich halt hin, ne? Und dann. Fängst halt weiter. Und dann eine Stunde später war er halt wieder da. Gut, weil. Die Nachbarin schläft ja auch. Vor allem, weil sie ihren Freund dabei wieder da hat. Der kam gestern. Ne? Katze rausgeschmissen. Das hast du gehört. Da war Krach draußen. Katze hat geschreit.
Und eine halbe Stunde später war halt wieder quicky quicky. Und dann haben sie noch stundenlang geredet und Fernsehen geguckt oder so, keine Ahnung. Aber gestern 21 Uhr war es halt wieder soweit, ne? Als merkst du halt so hart, ne? Freund kommt, Katze wird rausgeworfen, dann weißt du genau, innerhalb der nächsten Stunde wird die menschliche Interaktion wieder durchgeführt. Ah ne, rechts. Wir legen den Schalter um. So, und dann lassen die den natürlich nicht wieder rein. Keine Ahnung warum. Ja, der will ja auch draußen sein, weil der ist eh den ganzen Tag über eingesperrt. Aber manchmal steht er vor der Tür und schreit halt und sie lassen ihn halt nicht rein, ne? Weil sonst stört er sie halt. Ja, deswegen kam er die Nacht dann halt auch wieder an und dann so beim dritten Mal oder so. Da war er halt, da wollte er halt nicht mehr. Also der ist er halt kurz raus, hat er auf dem Fensterbrett gehockt, hat dann quasi seine Optionen überlegt, was er jetzt macht. Dann hat er sich umgedreht, kam er wieder rein. Ich habe ihn halt noch so außen, weil ich mich wieder hingelegt habe. Nur so kurz beobachtet, ne, so ein paar Sekunden. Guckt er halt raus, guckt sich ein bisschen um, überlegt irgendwie, dreht er sich rum und dann hat er sich mit halt ins Bett gelegt und hat neben mir gepennt. Auf meiner Zweitdecke. Aber halt richtig schön ich habe die Decke halt so zusammengerollt, ne, dass sie halt wie so ein Katzenbälle ist, mit so einer Mulde drin. Und er ist auch straight da hingegangen. Ist weit hingegangen, bums umgefallen. Ne? Das hat keine 5 Sekunden gedauert, bevor er die Mulde gefunden hat. Und dann haben wir halt zusammen halt gepennt. Er mag mich wieder. Yes. Jetzt mal die Tür öffnen, bleibt hier nach draußen. Yeah. Muss ich ihn mitnehmen oder was? Ich konnte dankbar dafür herkommen. Okay. Aktiviere die Vorrichtung. Ja, habe ich gemacht. Habe ich genug Sauerstoff? Ja, sieht gut aus. Jetzt lasse ich ihn hier in der Kammer zurück. Das ist ja. Ich fühle weniger Hitze als vorher. Vielleicht kann ich jetzt noch. Ja, perfekt. Und dafür habe ich jetzt meinen. Oh, erstmal Sauerstoff. So, und dafür habe ich jetzt meinen Tauchanzug verstärkt. Ja, dann als ich aufgestanden ist, hat er noch ein bisschen rumgelegen und dann irgendwann ist halt aufgewacht, hat dann den Fressnapf leer gemacht, ist dann erstmal raus, kam dann irgendwann mal wieder, hat auf meinen Stuhl angekratzt. Na, das ist das Einzige, was ich halt negativ beim finde, ist halt, dass er an meinen Stuhl geht und na, diesen hier, Carrie King kennt das bestimmt, ne? Diese typischen Krallenschärfen, diese Kratzecke. Das Problem ist, das ist halt ein künstliches Leder. Das tut dem nicht gut. Also gar nicht. Ja, ich glaube, links muss man. Und deswegen sieht der Stuhl auch hinten halt aus wie Sau. Und dann schubse ich ihn halt immer weg, ne, damit er halt da nicht rangeht. Ja, gut. Ich habe halt kein Dings mehr, kein Tragegewicht. Ist ja auch super. Na, dann scoop mal. Ah, mal, wir können hier runter. Das ist super. Aber sie müssen aus dem Schmelzenkleid fallen. Ich war bang, dass sie im Sushi brauchen. Ein paar Kostproben mitbringen. Oh, da ist wieder was. Oh, wer bist du denn? Alter, was hält denn das Ding aus?
Ein Trepanapsis, Alter. 8 Kilo. Oh, da schwimmt. Oder. Das ist doch bestimmt irgendwas Böses. Denn das Teil rein. Ein Xenacanthus. Okay, das sind uralte Kreaturen. Ja, ich sollte jetzt hier weg. Ich kann eh nichts mehr aufheben. Fand er der Baldi gesagt. Ja, okay, dann war es halt Aldi. Aber ich meine Lidl. Ist doch dasselbe, oder? Wie gesagt, es gibt hier beides. Oh, Fetzen-Seedrach, kleiner Seedrach. Oh, das sind sogar so unterschiedliche. Tiefe 602 Meter. Schirmqualle. Ja. Du hast einen Vorhang gemacht, kann ich mal sehen. Wie eklig. Eine Kellerassel. Ich erinnere mich, dass ich oft in meinem Garten gesehen habe. Die sehen halt aus wie die Parasiten, die man diese komischen an die Kiemen gehen. Ne, entweder an die Fischkiemen oder an die wie heißen die? Die Prawns. Ich Krabben. Was ist Prawn auf Deutsch? Garnelen. Genau. Ja, die hocken dann immer in den Kiemen drin. Das sind unglaublich invasive Spezies. Das gleiche sagt das mal dem Schwarzenegger. Wieso Schwarzenegger? Hast du das Foto mit zu Hause gemacht? Das ist unter Wasser. Ja. Jawohl, Geld. Geld regiert die Welt. Es sind Feldfrüchte bereit. Okay. Der macht für Lidl Werbung. Ah. Weiß ich nicht. Ich gucke kein Fernsehen. Ich gucke kein Fernsehen, sonst müsste ich dafür Steuern bezahlen. Tatsächlich musst du hier im Steuerfeld angeben. Ne, einkommenssteuertechnisch. Ob du einen Fernseher gekauft hast oder so. Und dafür musst du dann Einkommenssteuer zahlen. Das ist sowas quasi wie die. Sowas in der Art dann wie GEZ. Aber nicht dasselbe wirklich. Ja, ich plante hier mal irgendwie erstmal nichts, weil ich will mal, dass der Nährstoff nach oben geht. Das wäre nicht schlecht. So. Was sagt mein Smartphone? Mein Smartphone sagt. Bodynomus und Schirmqualle. Vaptia fildensis, Alter. Uralter Gliederfüßer. Trepanaspis. Aha, wir sind. Ah, guck mal, wir sind bei den hydrothermalen Quellen. Xenacanthus. Fetzen Seetopfer. Eco. Ich
Hydrothermale Quellen, Fische. Ein Dunkle Ostus. Oh, ein Dunkle Ostus. Also ich weiß zumindest, was einer ist. Und Heißanfall. Da reicht schon ein Blick auf die Lidl-Webseite. Ja, wann gucke ich denn mal auf die Lidl-Webseite? Das Einzige, was ich von denen, seit ich nach Deutschland, nicht nach Deutschland, seit ich nach Frankreich gekommen bin, ist halt quasi die Webseite von dem jeweiligen Shop. Und die verweisen nicht auf die Standard-Webseite. Das ist halt nur ihre eigene Webseite, ne? Wo sie sagen, hier, das ist der Shop. Öffnungszeiten von dann bis dann, da sind ein paar Bilder und fertig. Also ein Dunkle Ostos, den gab es tatsächlich. Gibt es echt gute Dokus bei YouTube. Gerade was halt so. Oh, Minispiel. Die hat. Ach stimmt, ich habe ja jetzt meinen virtuellen Fischi. Ist geschlüpft. Was mache ich denn jetzt? Okay. Gereinigt werden muss nichts. Erinnerung, Verwaltung, disziplinieren. Nö, der kann jetzt erstmal hier rumschwimmen. Da die Haftbombenkanone. Ja, ich habe das Standardgewehr, was es am meisten Schaden macht. Ach, guck mal. Ich brauche jetzt den Opalkelch. Chance auf Sewürtigung 30%. Ja, das ist halt schon Unterschied, ne? 55 mit 10 Schuss oder 80 mit 13 Schuss. Ich brauche einmal den Opalkelch und noch ein paar Topase. Okay. Finde die dritte Vorrichtung. Aber heute ist hier Kalender, ne? Heute ist Curry Party. Darf ich nicht verpassen. Weil das gibt richtig Geld. Das heißt, da kann ich morgen gut kaufen. Dann gehe ich mal zum Seevolk. Curry Party. Das gibt richtig Asche. Ich hoffe, ich habe genug Curry. Ah. Nee. So, was ist mit ihm? Seegrasfarm. Ausgewachsen. Wir kultivieren. Keine Ahnung, schwarze Koralle. Habe ich gesagt, Heißsoundfall? Ich bin schon wieder. Also, ich habe Fetzen und kleiner Seedrache. Fetzen. Oh, Fetzen und kleiner Seedrache habe ich beide da. Er hat 77 und er hat 105. Ist er besser als meiner?
108, 72, also minimal, ne? Oder? Okay, das heißt, ersetzen gegen den Fetzendrachen. Warum hat er plötzlich jetzt schlechtere Werte? Verstehe ich nicht. Ne, kleiner Seedrache hat 77. Er hat 88. Sechsundsechzig. Lol, hat er einfach einen schlechten Tag oder was? Problematik ist, selbst meinem Besten hier mit dem Fetzenseedrachen werde ich halt nicht gegen ihn anstinken können auf Bahn 2. Wir probieren es. Was waren jetzt wieder die? W war springen, S war gleiten. Hier war der Schmied. Oh. Hier war El Schmido. Ne, ich brauche seinen Opalkelch. 360. Die Frage ist, wie kriege ich denn hier noch ein bisschen Geld? Oh, hat sich das. Habe gedacht, mit anders, aber nee. Ey. Müsst ihr euch zurechtkommen. Okay, ich habe hier alles abgegriffen, was geht. Ja, das ist gar nicht gut. Müsst ihr euch einig werden? Definitiv. Ist ja schon eine. Eine Arbeit, dieses Ding aufzuhören. Die Verbrecher, ey. Da, rot. Ich zeig's in die Kamera. Erstmal wieder psychisch drauf vorbereiten. Alter, Pavlov. Mir läuft halt jetzt schon der Sabber im Mund zusammen. Einfach um das Saure zu kontern. Das ist so dumm. Ja, ich werde jetzt die nächste halbe Minute erstmal nicht reden. Augen zu. Ah, es ging sogar. Geschafft. Yes. Aber jetzt kommt die Erdbeere. Relaxen.
Oh, dann auf zum Gletscherbereich. Polardurch. Okay. Oh. Oh. Ach stimmt, jetzt müssen wir wieder nach unten tauchen irgendwie, ne? Du haust mich nicht. Das sind die Fische, die dir halt richtig Geld geben. Natürlich eine Bombe. Oh, Upgrade. Ja, nehme ich mit. Oh. Ich könnte ja so eine Community-Challenge draus machen. Ihr könntet euch sowas ja auch holen. Und dann jedes Mal, wenn ich quasi was mache, könnt ihr das auch machen zu Hause. Das wäre doch mal was, oder? Geteiltes Leid ist halbes Leid, oder so habe ich gehört. Schaufel. Ja, nehmen wir trotzdem mit. Ja, kann ich nicht abbauen, weil ich keine Spitzhacke habe. Ja, mit dem Messer geht das halt nicht. Nur so mit der Schaufel. Curry, nice. Für mehr Curry, weil heute Abend Curry-Gesellschaft ist hier. Da kommt ein bisschen Stachelrochen raus, oder? Sauliche ein Muschelzähne im Gesicht. Ach so, es gibt einen neuen Sportersatz. Naja, Ersatz vielleicht nicht, aber. Hast du das noch nicht mitbekommen, Soundfall? Das ist doch schon. Also, Swallow hat irgendwie 10 Minuten gebraucht, das zu finden. Als erster. Als es noch neu war. Oh, wer ist er denn? Ach, der ist wieder hier, Typi. Suwam.
den Riesengalon besiegt, hat hierher gekommen. Selbst hin. Nein, ich will jetzt nicht, aber nicht rein. Ich will hier noch erkunden. Ja, tja. Ja, scheiß auf die Bombenfalle. Hm, was bist du? Fieberklee. So, ey. Oh nein, ich vergifte mich. Und ich kann es nicht abbauen. Vergiften kann man nicht wegmachen. Alter. Das übel. Es zieht halt deinen Sauerstoff ab. Extrem. Irgendwie schwimme ich hier ultra schnell. Sauerstoff. Munition. Ein Upgrade. Stufe 3. Ja. Okay. Ja, okay, dann machen wir das Ding hier. Okay, okay. Oh, da ist ein böser Fisch. Das sehe ich schon. Da ist die Spitzhacke. Nice. Oh, ich brauche gar nicht nach vorne schießen. Oh, das ist ein zu zweites hier. Unvergiftet. Unvergiftet, Alter. Jetzt habe ich keine Munition mehr. Oh, Alter. Ja, den dunklen Ostos, den können wir mitnehmen. So. Oh. Das war ja mal übelst dumm. Vor allem, dass der dunkle Ostos Panzerung am Kopf hat. Was ja übrigens auch der Wahrheit entspricht. Können wir nochmal upgraden? Auf. Oh, Upgrade auf 4. Oh, wir triggern nochmal hier. Der ist halt echt gechillt. Also ich weiß jetzt, wo die komische
Kammer ist, aber ich will jetzt noch nicht rein. Mich ein bisschen orientieren hier. Munition. Ja, guter Plan. Was bist du denn für einer? Ich kann nichts mehr aufnehmen. Obwohl, doch, ich kann noch was aufnehmen. Was sind das für kaulquappenartige Wesen? Das sind hier ohne Spitz und vernünftige Truppen. Ein Foto machen. Mach ein Foto von 4 Kreaturen. Okay, ich muss warten, bis die alle vorne sind, oder? Was sind denn das für Viecher? Nice. Fieberklee. Ah, hier geht's nicht weiter, aber... dich nehme ich noch mit. Terrors. Okay. War hier nicht irgendwie so ein Spiegel? Ah, hier müsste einer kommen. Okay. Da müssen wir wohl noch einen Tag warten. Party. Ja, ja, ja. Was sind das für Kaulquappen? Ja. Ach, ein Daspsis. Das ist deine Schuld. Ja. Nice. Na, guck mal, meine Leute sind angekommen, haben Currywürfel gesammelt. Plus 1. Keine Ahnung, schwarzer Pfeffer oder so. Ach so, warte. Erstmal Weaponshop. Die verschiedenen Waffen, die ich halt benutzen kann. Aber irgendwie... Ah, hier, Haftbomber.
Stellen wir die Waffe her. Abbrechen, abbrechen. Placoderm lebt nur Zeit in Nordamerikas, oder wo ist Nordamerikas? Und dann ist es 10 Meter lang werden, bis zu 4 Tonnen wiegen. Ja. Übel Teile. Aus. Pup. Kann er schlafen? Dunno, wir lassen ihn mal schlafen. Muss ich was? Was muss ich denn da machen? Nö, Licht aus. Warum ist da ein Ausrufezeichen? Versteh's nicht. Ja dann, Sushi. Personal. Ja. Einstellung läuft. Warte bis morgen. Okay. Wartezimmer. Okay, was mit euch? Nix. Aber ich kann euch einsetzen. Also Olivenöl 14, 9. Also Sojasauce oder Miso. Ja, Miso. Ne, ich habe jetzt 22 Currywürfel. Ja und ja. Holt ein bisschen Miso. Schaut es denn aus mit Training? 1800. Okay, immerhin macht er Cocktail. Wir haben Getränke serviert, wir haben Cocktail, wir haben Wasabi-Nachschub. Aufwischen brauche ich. Ja, Forschung, was können wir forschungstechnisch machen? Haben wir alles. Für Curryzeug habe ich nicht genug. Gekochter Fangschreckenkrebs mit Sojapaste. Polartintenfisch Carpaccio. Schirmquallengelee. Ja. Und ich kann mir den gekochten. Das sind halt die Bossessen. Ja, die kosten plus 1. So. Prüfe die Zweigstelle. Keine Ahnung, was die hier machen sollen. Ja. Ich habe noch keinen Filialleiter. Das ist ein bisschen dumm. Der wird erst morgen kommen. Aber sie kann kochen und El Nino ist halt gut für Zeugs. Menü einblenden. Aha.
Wir haben kein Menü. Ist ja auch mega. Dieses Zweigstellen-Ding, das hätte ich jetzt nicht gebraucht, muss ich ganz ehrlich sagen. Na, heute ist wichtig, dass ich was mit Curry anbiete. Menü. Veredeln. Veredelter Spitzenkaffee oder so. Diese Animationen sind halt so Style, ne? Edeln. Ja. Wie schnell das hochgeht. Dunkle Ostos. Fleisch eines Narwals. Ja, krieg mal. Der komische Tintenfisch. Eishai. Uff. Vielleicht doch nicht. Komischer Rochen. Gurken. Ja, das sind halt so Multikomponenten-Teile. Wenn wir was anderes als Fisch brauchen, habe ich halt nicht so viel. Okay. Ja, brauche ich irgendwas mit Curry? Fuck. Das ist das Einzige, was ich habe. Muräne. Noch irgendwas anderes? Na, ich brauche so ein rosa Bobbel dran in der linken unteren Ecke. Nee, ich habe nur Muräne. Ja gut, dann braucht man was, was richtig Asche gibt, ne? Hier, 350, davon habe ich genug. Kann ich 1, 300? Oh hier, Fleisch eines Eishais. Könnt ihr euch vollschmatzen. Heringhai. Drescherhai,
Hi, super. Hier ist Seeenge. Ja, Prüfstelle wird noch nichts verkaufen, weil ich da keinen Manager habe. Super. Auf geht's. Du brauchst einen Manager und einen Chefkoch, um das Geschäft in der Zweig zu unseren. Okay. Ja, wiss mal. Ja. Banshee macht hier schon richtig hart. Was ist denn mit Bier? Alter. Schneller. Ah, 16.000. Mhm. Tausend angenommen. Nice. Keine Menüs verkauft. Ach so, das ist die Zweigstelle. Ja, okay. Manager. Tag ist rum, es regnet. So, nach dem Superstress muss ich mal eine kleine Biopause einlegen. Bis gleich.